Oh. So, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wie man sieht, es gewittert wieder. Das ist die Chance für uns, da hinten ranzukommen. Naja, so die Theorie und so die Hoffnung. Weil wenn wir da nicht rankommen... Ah, ha, ha, ha. Wow! Das wäre echt schlecht. Oh Gott. Oh, wir können Fische mitnehmen. So, und bei meinem Glück gehe ich eher drauf wieder. Jawohl. Hervorragend. Wirklich. So. Gut, da hinten ist der andere Schrein, den wir uns noch zu Genüge fügen müssen. So, okay. Warum haben wir jetzt so ein Problem, darüber zu kommen? Ist die Strömung bei Regen stärker oder woran liegt das jetzt? Oder, na, ich weiß, woran es liegt, glaube ich. Wir müssen hier reingehen. So. Und dann, oh. Hyrule Barsch. So. Alles klar. Wir haben jetzt hier irgendwo noch eine Waffe, die wir... Oh Gott. Reinschmeißen. Irgendwie geht das mit der Hellebarde nicht. So, guck mal, dass wir jetzt noch irgendwie was anderes haben, was wir einfach pro forma da reinwerfen können, alles so, ne? Weil letzten Endes, wir können es ja, glaube ich, sowieso wieder aufheben. Bin mir nicht sicher. So. So, jetzt müsste das dann aber... Bitte? Also das verbrennt nicht. Bedeutet das, wir können den Schrein nicht einnehmen? War das etwa eine Fehlinformation? Okay, es geht halt einigermaßen immer mal wieder weg. Aber so wirklich... Was bringen tut's jetzt halt nicht, ne? Okay, Gewitter hört halt auf jetzt. Okay, anscheinend funktioniert das nicht. Was schade ist. Aber nun gut. Okay, wir sollten das nicht tun. Dann holen wir uns halt den anderen. Das ist auch vollkommen okay.
Nimm den Hyrule-Barsch mit. So. Wow, der hüpft sogar noch aus dem Ding raus. Ist für mich auch vollkommen okay. So, da hinten ist, wie man sieht, auch einer. Ist halt nur die Frage, wie wir dorthin kommen. Ah, das sind die Krabben. So. Hm, nice. Dann schnell hier rüber. Dann machen wir den Echsen-Dude dort hinten platt. Ciao. So. Geh doch. Epona, bitte. Danke. Braves Mädchen. So, okay. So. Okay, da hinten ist auf jeden Fall einer von denen, die wir machen wollten, sollten, müssen, können. Hast du nicht gesehen? Oh Gott. So, und der Dude ist mittlerweile auch kaum noch ein Problem mehr. Die Hellbarde wurde fallen gelassen und ich bin so fast tot, würde ich mal behaupten. So, okay. Das ist halt semi-gut. Okay, die Ritterhellbarde ist zerbrochen. Wir haben einen rostigen Zweihänder bekommen und einen Elektrostab. Nice. Verrostetes Schwert. Und wir müssen nochmal Epona besteigen. Auf Epona aufsteigen, meine ich natürlich. Wie komme ich denn jetzt auf besteigen? Also wirklich. Ciao. So. Nice. Okay, dann können wir diesen Schrein jetzt machen. Und naja. So. Dann gucken wir mal weiter. Ja, schon klar. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Okay. So. Dann gucken wir mal, was es hier wieder für arschige Rätsel gibt. Okay. Ich weiß, wohin das führt, aber... Wie? Also, dass man das Stasis-Modul
braucht, das ist ja wohl klar, aber diese Dinger. Kein Plan, weil wir können ja auch nicht runter eigentlich. So, anhalten. Anhalten und. So, warte mal. Wir können diese. Oh, das ist wieder zu viel logisches Denken für mich gerade. So. Es ist ja offenkundig so, dass man halt. Kann ich eigentlich Bomben ins Wasser werfen? Kann man, aber bringt nur nichts. Ernsthaft? Wie willst denn das ein Stasis-Modul? Ja? Seien wir mal ehrlich, wie. Das Ding fliegt mir jetzt um die Ohren, ey. So, okay. Ich weiß aber nicht, wie wir den da unten. Jetzt sag mir nicht, das ist ein. Ja, genau. Mach's richtig. Oh Gott. Wer kommt auf so eine Scheiße? Der gehört geköpft. Derjenige, der auf so einen Murks kommt, ja, der gehört geschlagen, gehört der. Jetzt mal ohne Flachs. Denn das hier ist so die übelste Alternative, irgendwen abzufacken. Weil. Let's be serious. Ja? Man braucht halt nur ein so ein Ding. Man braucht wirklich nur ein so ein Kackteil. Und ich dachte, es sei vorbei. Fuck, wo habe ich das Ding hingetan? Ah, da hinten. Hey, hör mal, ich glaube, ich muss dich nochmal mitnehmen. Hast du Bock? Bestimmt, oder? Hast du Bock? Hast du? Hast du? Hast du? Natürlich hast du. Tut mir leid, dass ich halt so jetzt abfacke und so, ne? Aber Schüssel, du musst einfach mit. So. Bisschen hoch. Ganz, ganz bisschen. Dann. Warte mal. Warte mal. Du bist doch bestimmt so schwer, dass du versinkst, oder? Richtig.
Ja gut, wenn ich ihn jetzt wieder hochhole. Verstehe schon. Bitte bleib da, danke. Und danke. Hey. Du sollst. Hör auf mich. Hör auf mich. Vertraue mir. Ich weiß, was gut ist für dich. Oh ja. Glaub's mir. So, zack und. Wups! Genau exakt da reingeflumst. Nice! Dann können wir einfach so durchlaufen. Hervorragend. So. Okay. Aber hier gab es keine Truhe. Okay. Dann halt nicht. Dann gibt's keine Truhe für Link. So, okay. Wir haben noch ein Zeichen der Bewährung erhalten. Haben jetzt 9 Stück. Und das sollte jetzt erstmal reichen. Glaube ich. Damit wir weitermachen. So. Was wir dann jetzt machen werden ist, den hier haben wir ja gemacht, den roten wollen wir nicht machen. So, den roten, den wollen wir nicht. Okay, den roten, den wollen wir nicht machen. So, bedeutet, die Markierung löschen wir, weil das ist da oben bei Eldin. Alter, wir könnten uns nach Eldin einfach teleportieren, ich bin so blöd. So, den haben wir gemacht, dann müssten wir den grünen noch machen. Und beim gelben weiß ich nicht wie, wo, was. Deswegen schauen wir erstmal. Wir lassen Epona erstmal da und gehen zum Turm des Plateaus. Weil dort können wir uns hinteleportieren und noch so einige Sachen veranstalten. Sprich, wir könnten hingehen und sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Tempel der Zeit. Beziehungsweise Zitadelle der Zeit heißt es ja. Und ja, beten mal die Göttin Hylia an. Kann man natürlich auch machen. Weil wir brauchen mehr Leben und wir brauchen definitiv mehr, sag mal schnell, Ausdauer. Wobei ich jetzt sage, wir nehmen einmal Ausdauer und einmal Leben. Würde jede Menge Sinn ergeben. Richtig, richtig. So, wo haben wir den Tempel denn? Da hinten. Und dann geht's los. Okay, der ist jetzt on charge, der Elefant. Der Router. My name is Router and I'm on charge. Ich frag mich bis heute noch. Nein, nicht diese Pfeile. Und dann wenn auch keine Pfeile, sondern... Nope. So, und was willst du, hä? Keine Schnitte gegen mich. Was haben wir mit dir, hä?
Du könntest doch einfach sterben gehen. Mensch, warum stirbst du denn nicht? So. Unser Bumerang ist weg. Nein, unser treuer Bumerang. Er ist einfach weg. Naja, egal. Wird nicht der letzte sein, den wir gefunden haben. Die Viecher gibt es hier wie Sand am Meer. Und meistens kriegen wir ihn auch vom Toon Link, von der Amiibo. Also von daher, keep cool. Ist alles okay. Zitadelle der Zeit. Wir gehen nochmal schnell beten und dann ist der Part auch leider schon vorbei. So. Denn wir sind bei der Aufnahmezeit schon wieder ein bisschen was im Voraus. Yo. Ich will auf jeden Fall mehr Ausdauer. Die Herzen, die sind mir noch nicht mal so wichtig. Am wichtigsten ist mir die Ausdauer. So. Mehr Ausdauer. Ja. Ein Ausdauercontainer. So sei es. Ich weiß auch nicht, ob man die finden kann oder ob man die nur erbeten kann. So. Nice. So, erbitte Herzen. Ja. Weil Ausdauer ist nicht so wichtig wie die Herzen, weil man hat es ja gesehen. Also Monster, die hauen Schaden raus. Das ist unnormal. Okay, jetzt haben wir 6 Herzen. So kann es weitergehen. Und ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns erstmal, der gute Link und ich, mit dem Smaxy Sonnenuntergang im Hintergrund. Das kann schon was. Also bis dann, bis zum nächsten Mal und tschüss.